Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade ein bisschen am Farmen, also dementsprechend ein bisschen am ja, Abbauen, an Pflügen und so weiter und so fort, ne, wie man das halt so kennt. Oh, ich habe gar nicht mehr so viele. Ups. Ah, doch. Ja, wie ihr seht, da geht schon einiges verloren. Die Möhren sind noch nicht ganz gut. Dann machen wir mal nur das Getreide jetzt. So. Dann gucke ich jetzt mal hinten in der Kiste. Rote Beete. Das hier kann rein, das hier, das hier, das hier. So. Gut, gut, gut. Das läuft ja. So, dann gucken wir jetzt mal, wie es aussieht. Danke, Merkel. Ja, die Häuser hier, die bleiben übrigens hier stehen. Die werden nicht abgerissen. Und jemand hatte mal in der Aufnahme gesagt, dass hier irgendwo zwei Eisen liegen. In der Truhe, wo die nicht hingehören. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich sehe gerade nirgendwo, wo Eisen ist, wo er nicht hingehört. Ich denke mal, das habe ich im Laufe der Folgen habe ich das gefunden. Ja, trotzdem Dankeschön für für den Hinweis. Oder generell Dankeschön für alle, die halt wirklich auch aktiv unter die Minecraft-Videos kommentieren und mir Tipps geben und so weiter und so fort. Das ist echt schön von euch. Also ist schön zu lesen, sowas. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, es macht mir immer noch Spaß. Ne? Und wie ich bereits schon mal sagte, mich hatte auch einer gefragt, wie es jetzt aussieht mit der Kamera. Dazu kann ich nur kurz ein Statement geben. Es wird auf jeden Fall noch kommen. Das ist geplant. Aber wann, das werde ich noch nicht verraten. Dazu werde ich mich noch nicht äußern. Aber ich kann euch von vornherein sagen, es wird kommen. Dass ich dann halt auch die Kamera an habe. Nein, das brauche ich nicht. Jetzt gehe ich erstmal schlafen. Da müssten wir, glaube ich, mal gucken nach unserem zweiten Feld, was wir haben. So, erstmal ganz kurz was trinken. Und weiter geht's. Wie kam ich da nochmal hin? Das war jetzt übrigens eine ernst gemeinte Frage. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkam. Ah, ne, nicht hier. Woanders. Und zwar glaube ich hier.
Hier kommt das hin. Hier ist das Feld, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau hier war das. Du mich auch, du Rabauke. Aua. Schön. Also, okay, perfekt. Hier geht's auch. Okay, ja. Das sind ja so die, Eieieiei. Entschuldigung. Das ist halt der Nachteil. Okay, dann nicht. Ups. Ne, die Bären, die machen zwar nicht satt, also so wirklich satt, machen die nicht. Aber ich kann damit trotzdem eventuell andere Sachen herstellen. Mann. Aua. Krieg wieder ein Brett ab. Na super. So. Man sieht halt, und ich weiß nicht, ob man damit Farbe herstellen kann oder so. Weil eventuell kann ich damit wirklich rote Farbe herstellen. Das müsste ich aber austesten. Kann man das irgendwie brennen? Nein, brennen kann man es nicht. Ich teste einfach mal so ein bisschen. Egal. So, okay. Wir können auch bald mal wieder angeln gehen, würde ich sagen. Waren wir jetzt auch lange nicht mehr angeln. Habe ich überhaupt noch eine Angel? Ja, wisst ihr. Wisst ihr was? Da unten ist das Wasser, wir gehen angeln. Na, Fufu, wie geht's dir? Na, hallo. Ja, hallo. Na, du? Falls ihr das wieder hört, das sind wieder meine Hasen, die drehen wieder am Rad. Man kennt es. Ich glaube, ich muss mir hier mal. Ah, passt. Das passt. Yippie. Solange ich kein Megalodon anziehe, ist mir alles egal. Thank you.
Generell, angeln muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich gerne. Vor allen Dingen bringt es gutes Essen und ist interessant, was man so aus dem Wasser zieht halt, ne? Ah, da kommt der nächste. Zack, meiner. Kugelfisch, toll. Den kann ich auch essen, weißt du? Ne? Habe ich ja bis jetzt Rohr. Kabeljau, okay. Ich frage mich halt, was es hier alles so für Fischarten gibt. Bin ich ganz ehrlich, interessiert mich. Also ich interessiere mich generell für sowas, für Wasserwesen und so weiter und so fort. Ne, darum ist es sehr, sehr praktisch, dass man das hier so machen kann, so ein bisschen angeln. Ne? Und ich mache das gerne. Was ist das? Lachs, okay. Zack. Ah, wieder ein Kugelfisch. Ich muss mal gucken, kann ich aus dem Kugelfisch das Gift rausziehen? Irgendwie? Ist Minecraft so weiterentwickelt, dass man das mittlerweile kann? Oder überhaupt kann? Die Fische werden gleich alle schön gebraten. Oh, ich kann dadurch Level absteigen. Wusste ich gar nicht. Komm, Fischi, Fischi, Fischi. Zack, meiner. Ja, ich hatte ja auch mal vorgehabt, auf einen anderen, also anderes Minecraft zu spielen. Falls ihr euch erinnert, ich hatte mal während den Folgen mal erzählt, wegen Feed the Beast. Da gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich denke mal, ich muss gucken, ob das geht, weil bei einigen gibt es leider Gottes ein ganz, ganz kleines Problem bei dem Spiel selber. Und zwar haben einige das Problem, wenn sie das Spiel runterladen, die können auf einem Server bei anderen ohne Probleme spielen, so einen erstellten Server, den man erstellen kann. Alles kein Problem. Allerdings ist es so, man kann halt auch in den Singleplayer reingehen. Und bei einigen gibt es das Problem, dass sie da Ruckler haben ohne Ende. Da muss ich dann halt bei mir gucken, wie das bei mir aussieht. Dann würde ich eventuell auch mal eine Folge da machen oder sogar mehrere, um alleine mal zu gucken, wie euch das gefällt. Weil da kann man halt echt alles machen. Ne? Da kannst du Hexer sein, du kannst da Vampir sein, du kannst da Werwolf sein,
Du kannst dich dann halt dementsprechend auch verwandeln, ne? Also zum Beispiel beim Werwolf ist es so, du fängst mit dem Hund an. Mit einem ganz normalen, so einen Hund, den ich da oben sitzen habe, fängst du an. Als Babyhund. Und da musst du Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel sagen wir mal 40 Schafe töten und so weiter. Und dann steigst du. Und irgendwann bist du dann eine Figur, die halt laufen kann, also auf zwei Beinen und halt ein Werwolf. Ist halt ein Werwolf-Gestalt. Und ist halt schon extrem krass. Und bei dem Vampir ist es halt so, du darfst halt kein Fleisch mehr essen, ne? Gar nichts. Musst dich von Dorfbewohnern ernähren, also Blut saugen bei denen. Oder halt von anderen Online-Spielern, wenn du dementsprechend auf einer Welt spielst. Ne? Und bei dem Werwolf ist es halt zum Beispiel so, wenn du als Werwolf einen Charakter anhittest, zum Beispiel einen Menschen, kann es sein, dass er sich auch zum Werwolf verwandelt. Das kann gut auch sein. Oh, war ein bisschen zu früh. Und bei Hexe ist es halt, also Hexer ist es halt so, der arbeitet sehr, sehr mit Magie, ne? Ein Zauberer, man kann auch mehrere auf einmal machen, ne? Es ist halt schon extrem nice, muss man sagen, ne? Und dementsprechend, da habe ich auch ein paar Texturen-Packs, die habe ich ja schon automatisch drauf gezogen gehabt, wegen damals. Und ja, wie gesagt, sehr interessant, das Spiel. Kennen auch leider viele nicht. Und das ist halt sehr, sehr realistisch, ne? Man muss damit mit Strom arbeiten und alles drum und dran. Das kennen, wie gesagt, einige nicht. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Zombie, nein. Kein Interesse. So, jetzt haben wir ein bisschen geangelt. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ich mache sowas gerne, auch in so anderen Spielen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, Leute, nimmt mir das nicht übel oder so. Ich. Hehe, du mich auch. Nein. Nein. Creeper, nein. Aus. Ciao. Da muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich würde echt mal gerne so ein Unterwassersimulator spielen. Also was wie Fishing-Simulator oder was es da alles gibt. Das würde ich echt gerne spielen, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob einige es nachvollziehen können. Oder ob einige das auch gucken würden. Keine Ahnung. Ich würde es auf jeden Fall machen. So, aber an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.